Weihnachten mit Hund. In genau 3 Wochen feiern so 10 Millionen Haushalte in Deutschland. Klar, dass zum Fest der Liebe auch das vierbeinige Familienmitglied nicht leer ausgehen soll. Doch mit welchem Geschenk macht man dem treuen Freund eine echte Freude? Was steht zur Feier des Tages auf dem Speiseplan? Wir sagen, worauf Sie unbedingt verzichten sollten und ob sich der Vierbeiner eigentlich wirklich über den weihnachtlichen Festtagsstress freut. Weihnachten mit Hund, jetzt unser Thema bei Volle Kanne. Der sah ja sehr glücklich aus. Valentina Ullmann ist bei uns, allerdings ohne Hund. Grüß dich. Und mit dem Namen Kurscheid. Ach so, du bist verheiratet. Mann, Frau Kurscheid, wo ist der Hund? Ja, kommt, der Hund. Jetzt kommt die Bescherung. Jetzt kommt die schöne Bescherung. Ja, hallo. Aber das Weihnachtsmäntelchen ist ihm ausgezogen worden. Andere Weihnachtsmäntelchen. Vielen Dank, lieber Weihnachtsmann. Und jetzt haben wir das, was wir im Film schon gesehen haben. Ja, das sind die wunderbaren Ohren. Also das ist so eine, ein Mantel im Weihnachtsdesign mit Bommel hinten dran. Fühlt sich Bertha da jetzt wohl? Oder? Ich sag dir, es wird so sehr übertrieben in den letzten Jahren. Es gibt mittlerweile so viele Sachen. Aber die zittert so vor Aufregung, weil hier so viel Essen ist? Ja, oder sie zittert jetzt nicht wegen des Mantels, sondern weil hier so viele Sachen liegen und sie möchte gerne was fressen. Aber ich muss dir sagen, ich ziehe das sofort ab. Ja, weil es wird so viel übertrieben und das Schlimme ist, dass viele Menschen den Hunden was anziehen und sind das gar nicht gewohnt. Ja. Aber also, sie kommt mit Mäntelchen und so gut klar, ne? Ja, also sie kommt klar, weil sie es natürlich kennt, ja, weil wir es immer wieder mal anziehen fürs Fernsehen. Ja. Aber ein gesunder Hund braucht keinen Mantel. Es gibt momentan Hunde, die ich an den Ampeln sehe mit langem Fell, ja, die irgendwelche Strickpullis an die haben. Das ist totaler Unsinn. Am schlimmsten sind die Hunde mit Fellmantel. Ziehen Sie Ihrem Hund keinen Fellmantel. Aber es ist wirklich kein Spaß, Ingo, weil das macht der Mensch nur, um toll auszusehen mit dem Hund. Ja. Also es ist wichtig, wenn ein Hund krank ist oder Rückenschmerzen hat oder alt ist oder womöglich kein Fell hat, wie Nackthunde. Die können durchaus einen Mantel anziehen. Aber wenn ein Schäferhund Dackel trägt, wird es pervers. Wir haben hier einen Adventskalender, apropos pervers. Den kann er ja gar nicht selber aufmachen, der Hund, oder? Wollen wir mal gucken, was im dritten Türchen genau, ist? Genau, das ist ein Adventskalender. Das mach doch mal auf. Ja, das ist die Nummer 3 hier, die haben wir heute. Und zwar ist da ein kleines alles zum Essen. Kekschen drin im Sternformat. Wunderbar. Ja, das sind Hundekekse. Ich dachte ja eigentlich, ich könnte ihr auch die Schokolade aus meinem Adventskalender geben. Ja, leider machen das Menschen. Ne? Es ist nicht nur schwierig, sondern es ist fast tödlich. Weil in den meisten Kalendern, wie in diesem hier, ist Schokolade drin. Mhm. Ja? Und in der Schokolade, also in dem Kakao, ist ein toxischer Stoff, der giftig ist für den Magen-Darm-Trakt des Hundes. Also wenn ein kleiner Hund, wie zum Beispiel Bertha oder so ein Yorkshire Terrier, sagen wir mal 4 bis 5 kleine Stückchen hier Schokolade frisst, kann er sterben. Oh. Und das wissen viele nicht, ja. Und bitte, also nicht nur, dass da... das ist wirklich, also ist nicht nur Fett und Zucker drin, sondern eben auch dieser so toxische Christstollen, Stoff. Ist das ein Hundestollen oder? Nee, das ist jetzt, wir haben jetzt hier Sachen, die zum Beispiel vom Festtagsessen auch übrig geblieben sind. Manche sagen, ach ja, kein Problem. Alles, sag doch was mal, Christstollen, ist, okay. Christstollen, nein, überhaupt nicht. Viel zu viel Zucker, Fett, überhaupt nichts. Söschen von der Gans? Das ist ein Söschen von der Gans, auch nicht gut. Also alles Gesüßte, das weiß ich ja schon von früher noch hier diese ja, aber es gibt viele Menschen, also einen Rinderknochen kannst du durchaus geben, aber bitte kein Huhn und Pute, die sind viel zu spitz, da geht der ganze Schlund kaputt. Also der Hund kann elendig eingehen. Der Schlund kaputt, das hört sich schon so brutal an. Ja. Ne? Möhren, Kartoffeln, also Nudeln, zum Beispiel, Reis. Wenn du jetzt einen Braten hast zu Hause, einen Festtagsbraten und da bleibt noch Reis übrig, gekocht oder Nudel oder Kartoffeln, also ungewürzt und ohne Alkohol drin, also wenn in der Soße Alkohol und so drin ist. Aber das kannst du durchaus verfüttern, ist überhaupt kein Problem. Also das hat uns unsere Mutter immer gegeben, dann am ersten Weihnachtsfeiertag Reste essen. Da siehst du mal, Aber das geht auch beim Hund alles, Das oder? Geht alles, kein Problem. Also wirklich so, alles was übrig geblieben ist, Reis, Nudeln, gekochtes, Erbsen, Rüben, ist überhaupt kein Problem. Gar nichts. Und am besten ist natürlich, man macht einen eigenen Hundeknochen. Was ja, ist da? Ja, das ist meine Kreation. Die habe ich gemacht. Das sind richtige Weihnachtsknochen. Rezept im Internet? Rezept im Internet. Da ist also Rinderhackfleisch drin. Ganz wichtig, kein Schweinen nehmen. Ja. Weil im Schwein ist ein Virus enthalten. Ist auch für Katzen und für Hunde tödlich. Das aber wir Menschen können es verdauen. Ja, also auf Menschen ist es nicht übertragbar. Aber bitte immer Rind
Rindfleisch nehmen, reines Rindfleisch. Dann sind da Haferflocken drin, eingeriebener Apfel, ja, ein bisschen Vollkornmehl, Sonnenblumenöl und ein ganz kleines bisschen Honig. Und das habe ich gebacken und das ist kerngesund. Ich würde sagen, wenn du jetzt noch weitersprichst, kriege ich noch Appetit. Ja? Du kannst ja mal probieren. Und dann haben wir ein paar Jacken dabei. Das ist, ist das der Weihnachtsmantel dann doch? Genau, was, also wenn du jetzt zum Beispiel dem Hund gerne was schenken möchtest, viele sagen natürlich, wie übertrieben, wie kann man dem Hund was zu Weihnachten schenken? Aber es gibt ja Menschen, die nur mit ihrem Hund zusammenwohnen, ja, und sagen, ich möchte meinem Hund aber was Gutes tun. Dann gibt es auch Sachen, die ganz gut sind. Also zum Beispiel ist das ein Hundegeschirr, ja, das sieht weihnachtlich aus, aber es ist durchaus zu empfehlen, Geschirre sind sowieso viel besser als Halsbänder, weil der Druck der Leine da viel besser verteilt ist und nicht so auf die Luftröhre geht. Für was die Pannenjacke, wenn man mal nachts spazieren geht? Ja, das sind zum Beispiel auch gute Geschenke, wenn du jetzt ein, das ist so eine Warnweste. Funktioniert natürlich nur bei kleinen Hunden, bei größeren Hunden sind die dann dementsprechend größer. Ein bisschen größer, genau. Dann sind hier so Leuchthalsbänder, das, vielleicht sieht man das ein bisschen in der Kamera. Das kannst du dir auch umhängen, dass du nachts nicht verloren gehst. Das ist für den Sicherheitsaspekt ganz gut, wird getragen wie ein Halsband. Ja. Also das sind wunderbare Und der Geschenke. Ball ist ein Spielball. Das, ist, das sind wunderbare Bälle, wie zum Beispiel der. Das, da kannst du das Leckerchen verstecken. Ja. Dann da nimmst du ein Stück, ich habe hier noch ein Stückchen, Leckerchen, tust es da rein. Ja. Und der Hund braucht unheimlich lang, um das rauszuholen. Ja. Mal. Und, also ich, wenn ich ihr den jetzt... Ja, mach da, doch mal. Hier. Das hat die Kamera das? Und das Beste ist, ihr Zahnfleisch wird dadurch auch gereinigt und die Zähne, weil die ganze Zeit da dran rumnagt. Ne? Sie sucht sich jetzt natürlich das weiche sofort, Fell aus. Legt sie sofort das Fell. Dann haben wir so Intelligenzspielzeug. Das ist natürlich nichts für Bertha, oder? Doch. Das sieht ein bisschen aus wie vier Gewinn. Du bist so da versteckt man einfach auch mal Leckerchen. Und der Hund muss mit der Pfote und mit der Schnauze die Schieber nach vorne schieben und gucken, wo das Leckerchen. Also nicht gucken, sondern erschnüffelt er das. Such's Leckerli. Dann der Schneemann, das ist ein Hundekissen? Oder? Ja, das ist ein ganz normales Hundespielzeug, einfach weihnachtlich dekoriert. Also wenn jemand gerne was typisch Weihnachtliches schenken möchte, soll er bitte kein Hundepulli oder so ein komisches Geweih kaufen, sondern lieber so sinnvolle Sachen, ja. Und das, ein spezielles Hundekissen haben wir auch noch. Was ist ja, da ist drin? Ein Dinkelkissen, das habe ich jetzt auch selbst genäht. Du kannst Dinkel kaufen, es ist ein Dinkelkörner. Das kannst du warm machen, dann ist es zum Beispiel sehr gelenkschonend und kannst du auch in dir in den Nacken hängen, also als Mensch. Ist auch teilweise als Schlafkissen wird es verwendet. Nicht, dass du und das mit dem Sommer, Bett nimmst und dann springt der Hund hinterher. Im Sommer kannst du das übrigens auch kalt machen, also in die Tiefkühltruhe legen, dann ist es als Kältekissen geeignet. Ist auch super, wenn du dir eine Zerrung holst oder so, kannst du ein Dinkelkissen drauflegen. Genau, dann den Dackel drauf, wunderbar. Wunderbar, alles auch im Netz, inklusive des Rezepts für diese lecker Knöchlein. Die probiere ich jetzt auch gleich. Guten Appetit. Ja, danke.